Wie süß. Jetzt muss ich dich aber leider abschießen. Tut mir leid. Tut mir leid, Silika. Leider muss ich dich jetzt abschießen. Ja, wir suchen jetzt entweder Lisbeth oder Lifa, mit denen wir jetzt weitermachen wollen. Also mit denen möchte ich jetzt gerne noch weitermachen. Und ja, mit den anderen beiden eigentlich jetzt nicht. Also jetzt mit Asna und so. Ja, ich bin auch schon natürlich am Arbeiten an der Infinität. Ich habe euch ja eigentlich gesagt, dass ich die Infinität eigentlich mit euch zusammen machen möchte. Und ja, das jetzt fertig machen möchte, aber habe mich dann doch entschieden jetzt, dass ich diese Bettszenen euch jetzt noch nicht zeige, sondern erst so am Ende des Let's Plays, also wenn wir so an der 90. Ebene angekommen sind, dann werden wir uns dorthin begeben. Also ich werde euch das dann reinschneiden, was da passiert ist, wie die ganzen Charaktere im Grunde nur mit Unterwäsche aussehen. Und dann im Bett halt sich unterhalten. Okay. 85. Ebene? Verschiedene? Ja. Ach ja, hier ist dieses Grapefruit. Das ist halt diese besondere Quest, die wir dann halt erst später machen. Jetzt Liefer und... Hast du Retrieve? Calfans, okay. Also irgendwo auf der Ebene 85 soll das sein. Irgendwo an einem... Okay, wir sind jetzt tatsächlich 87. Ja, ich mach das aber jetzt noch nicht, oder? Cave. Komm. Wir fangen einfach mal da an und dann suche ich einfach mal einen Cave oder so eine Höhle. Ich kann mich jetzt gar nicht an die Ebene erinnern. Da gibt es bestimmt eine Höhle. Irgendwo? Bin ich mir sicher. Aber das mit Shinon würde ich eigentlich erst auf die nächste Aufnahmesession verschieben. Ist hier eine Höhle? I don't know. Wir werden es gleich sehen. Ansonsten müssen wir halt zurücklaufen. Ich denke mal, das ist jetzt für euch hoffentlich kein Problem. Ich denke mal schon, dass wir die 2 Stunden schon wieder knacken werden. Ich nehme jetzt schon wieder fast 1,5 Stunden auf. Und das mit Lisbeth und Liefer wird ja sowieso wieder Zeit in Anspruch nehmen. Oh, obwohl... Ich könnte noch... Da ist er! Cave! Ja, wir wollen das ja mit dem Hammer jetzt weitererleben. Also das interessiert mich jetzt schon. Das ist jetzt bei Shinon, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Das interessiert mich das hier schon mehr. Ich bin jetzt in einer Höhle. Die Frage ist natürlich, wo geht jetzt hier die Story ab? Wir waren ja schon öfters mit Lisbeth in einer Höhle. Jetzt sind wir wieder in einer Höhle. Da ist es. Siehst du. Lisbeth, here we go. Ach ja, übrigens, weil ich das mit Shinon nicht mache, wir hatten ja in der letzten Folge... Oh, wow. Also in der letzten Aufnahmesession hatten wir ja ziemlich viel Shinon und deswegen würde... Wirklich? Deswegen würde ich halt sagen, wir verschieben das mit Shinon ein bisschen. それにしても随分と大きい相手ね。どうしたの？え？キリトが食べを取るってこと？
ちょっと何言ってんの? ここまで来て、私にただ見てろって。 私は私のアイテムのために頑張ってるんだから、ただ見てるだけなんて、そんなのできるわけないじゃない。 逆方向じゃん。 わかってるけど。 私悔しかったんだ。キリトの後ろに隠れるのが嫌だった。でもボスの前でキリト言ったよね、下がってろって。 分かってるの、キリトの言ったことは正しいって。でもそれじゃ全然対等じゃないじゃない。いくら一緒に戦ってきても肝心な時に役立たずなんじゃ。 私はキリトの隣に立ちたいの。後ろで守ってもらうんじゃなくて、隣でキリトを守りたいの。 この間、宝石を手に入れた時、キリトが魅了された状態になってピンチになったじゃない。あの時、私もキリトの役に立てるんだって思ってすごく嬉しかったの。だから今日も役に立って、 パートナーとしてキリトの隣に立ちたかったのよ。でも私はキリトの役に立てなかった。結局足手まといのままで。え？
Kirito. もう何よそれ。それじゃ私がいつも騒がしいみたいじゃない。キリト、わかった、任せて。もう無茶しないって約束する。そうね、でも全然負ける気がしないわ。Na endlich! Ich muss vorsichtig sein, nicht dass ich ihn... Ja, okay, das kann ich tun. Ich habe ihn gewonnen-hittet. So stark war er nicht. ありがとう、キリトの手。繊細で女の子みたいな手だけど、温かくて頼りになってホッとする。そうね、揃ったわね。そうよ、これでアイテムは全部揃ったんだ。今まで気づかなかったけど、クエストが終わったら今みたいにキリトと会うのも終わり。なんでもない。さあ早く戻りましょう。Juhu, wir haben endlich den Hammer. Juhu. Ja, dann schnell Item und Teleport Crystal. Day, genau, so sieht's aus, Kyoto. Habe ich jetzt eigentlich den Hammer bekommen? Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Egal. So, zurück zu Ebene 76. Haben wir das also geschafft. Lisbeth ist glücklich. Und wir können sie abschießen. Das klingt immer so böse, oder? Aber was will ich machen? Die Quests werde ich privat aufnehmen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Offcam mache mit Filia. Also die Filia-Story interessiert mich schon, aber wir haben jetzt vielleicht eine Stunde 45. Das ist halt auch nicht gerade... Ich suche das Mädchen jetzt, Alter. Liefer, who are you? The Trailer Stairway, okay. Also da hinten befindet sie sich, also. Lifa, da bist du. Ich such dich.
Also wenn ich noch Zeit hätte, würde ich eventuell tatsächlich lieber auf die Story mit Philia gehen. Das juckt mich dann schon ein bisschen, was da gerade abgeht. Ist halt schon ein bisschen seltsam, was da bei ihr passiert. Erstmal schauen, wo muss ich hin mit Liefer? Wo geht's weiter? Und dann können wir weiter gucken. Shinon, ja, ist klar. What the fuck? Liefer da. Burin Tail. Bursting Bounty Trail. Okay. Alles klar. Mach mal. Das will ich jetzt unbedingt noch machen und danach schauen wir, ob wir tatsächlich die Filia-Story weitermachen. Ich glaube, da geht es nämlich langsam richtig ab. Und ich möchte ja schon wissen, was da so bei ihr abgeht. Toll, wo ist das jetzt so? Hintes Lake? Mein Bag. Das stand. Ich dachte, das ist jetzt Ebene 85, wo wir hin müssen. Ich weiß, ich verwirrt mal wieder. Jetzt geht er wieder zurück, oder? Facepalm. Alter, werdet ihr euch denken, Alter, ich will die Filia-Story sehen. Ja, ist schon richtig. Ebene 85. Warum muss ich denn da hin? Muss ich das jetzt ernsthaft suchen? Aber nee, ich glaube, ich kann mir vorstellen. Doch, ich kann mir vorstellen, wo wir hin müssen. Ja. Ja. Und dann geht er wieder zurück zur Holo-Area. Alter. Ja, ist mir klar. Hin und her und hin und wieder zurück. Ist auch teilweise echt nervig, dass es halt ganz oben ist, die Holo-Area. Also es ist halt doof, dass es halt kein extra Fenster gibt. Für diese Quests. So. Keine Sorge, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Also nicht den Weg, wo wir vorhin lang gelaufen sind, sondern den anderen Weg. Wenn ich den richtigen anderen Weg jetzt finde. Ich meine, der ist da lang, also der falsche, richtige Weg. Ihr versteht wahrscheinlich nicht, was ich labere. Ist das der richtige? Ja, es ist der richtige falsche Weg. Okay. Und hier irgendwo muss es sein. Ich denke mal auf dem Hauptweg, weil das ist ja immer so. Und nicht irgendwie versteckt in der Ecke. Ja, ich sehe schon. Da ist es. Noch ein Boss? Ja, Tatsache. Eine kleine Harpie, die wir klatschen müssen. Stimmt, das geht doch jetzt hier weiter mit den beiden Anhängern, ne? Und tschüss, geh sterben. Das sind doch keine Gegner. Der Gegner ist tot.
のペンダントと合わせるとぴったりくる感じのデザインだね。やっぱり二人は一緒になるのをずっと待っていたんだよ。いつまでも引き裂かれたままじゃかわいそうだもんね。ありがとうお兄ちゃん、私のわがまま聞いてくれて。兄弟だからわがままを言ってもいいの？妹は兄にわがまま言っていいんだ。そうなんだ。でも兄弟はそういう関係なんじゃないの？さあどうしてでしょうね。そうだね、二つを同じ場所に置いても何も起こらなかったし。お兄ちゃん、私本当は知ってるの。お兄ちゃんと私が本当は、ううん、なんでもない。さあ早く NPC のところに行こう。これが太陽のペンダントと月のペンダントだよ。おお、よもやその二つが、再び巡り合う日が来ようとは。ありがとうございます。早速フェアリーサークルを作ってくだされ。フェアリーサークル？太陽のペンダントがあった地へと戻り、草花で円形の舞台を形作り、その周りでそれぞれのペンダントを身につけた男女が踊る。さすれば引き裂かれた二人の思いは再び巡り合い、悠久の時を経て結ばれるであろう。そこで私とお兄ちゃんが踊ればいいんだ。他に誰かいるの？心配しなくても大丈夫だよ。ちゃんと私がエスコートしてあげる。なんか素敵なクエスト。私はこういうクエストの方が敵を倒すより好きだな。そうだよ、あともう一歩、早く二人を合わせてあげないとね。